Was denn? Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Oh, was hast du denn auf dem Rüssel, bitte? Ist das so beabsichtigt? Also, ja, die laufen die ganze Zeit schon. Das ist mein Lieblingshut. Aber die Flasche... aber warum... Das ist aber Instant Drinking, ne? Instant Drinking, das ist richtig gut. Gleich reinlaufen lassen, das wünschen sich ja manche mit dem Bier, ne? Genau. Ich brauche keinen Bierhelm, ich habe einen Dreck vom Mund. Geil. Also sehr schön Hammer. Gelöst. Genau. Ah. Nein, das ist damit ein bisschen besser tauchen können, habe ich das uns gebaut. So. Ich habe dir mal im Schlaf schon was umgelegt, also. Was? Du trägst da auch schon. Echt? Ich sehe das leider nicht. Ich kann mir selber nicht ins Gesicht schauen. Wollen wir tauchen gehen? Ja, gerne. Ich habe Haifischköder vorbereitet. Ich habe ja an der Insel, wenn ich einfach mal anlanden, ich habe ja Nachtwache gehabt. Und ja, von mir aus können wir los. Ach, du warst die Nachtwache, deswegen ist... Was ist Chris denn? Ja, werf mal raus, vielleicht finden wir die Chris dann gleich. Oh, guck mal, da ist der Chris. Mal sehen, ob er anbeißt. Oh. Stimmt, da kommt er. Da kommt er, oh, der ist gierig. Oh, jetzt Feuer frei. Konter. Oh ja. Blub, blub, blub. Oh, falsche Richtung. Ich habe übrigens noch zwei Haiköder, ne? Also. Das ist sehr, sehr gut. Wenn Cutter mal wieder sucht, ne? Das geht nicht gut. Mhm. Jetzt grasen wir uns gegenseitig alles weg. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ja, du bist ganz gierig. Ja, außer, außer Stein brauchen wir nicht. Ne, Stein brauchen wir nicht. Und immer schön hier am Rand gucken. Ja, kannst schön lange tauchen jetzt, ne? Guck mal. Das ist Wahnsinn, ja, aber ich muss langsam aber auftauchen wieder. Schon wieder? Okay. Ja, noch nicht, ich hab noch ein bisschen. Ja, das geht. Du hast jetzt mehr Spielraum. Das ist so göttlich mit einer Sauerstoffflasche. Ich geh trotzdem. Ja, noch richtig gut. Ich geh aber trotzdem mal kurz hoch. Und jetzt runter. Oh, das ist so episch. Lange tauchen und auch schnell sein. Ja, ja, mit den Flossen sind wir jetzt schneller. Richtig so fischleicht, ne? Genau. Ein paar Haken haben wir uns ja gebaut. Also ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht wirklich viel zu tauchen haben. Ich habe schon einiges an Seetang. Ich glaube, da müsstest du auch schon was haben, ne? Nee, seltsamerweise nicht. Nee, okay. Halt auf jeden Fall nach Erzen Ausschau, ne? Ja, halte ich auch. Deswegen wollte ich jetzt auch ranschwimmen. Wieso habe ich denn eigentlich keinen Seetang? Doch, da. Ich wollte gerade sagen, oh, ich glaube, ich sollte mal auftauchen. So ein bisschen. So ein bisschen? So blub, 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 blub. Wo ist denn der Cutter? Weg ist er. Das werde ich das erste Mal. Oh, guck mal, da haben wir auch noch wieder ein bisschen Eisen. Oh. Eisen ist gut. Was war denn jetzt mit der Muschel eigentlich? Haben wir das Thema mit der Muschel jetzt geklärt hier? Also ja, mit der Muschel kannst du was bauen, habe ich rausgefunden. Okay. Okay, okay, okay. Ich werf mal hier direkt den nächsten Haiköder bei uns hin. Ja, mach's lieber. Aber ich habe so das Gefühl, dass er mich gleich wieder besucht. Ja, ja, deswegen. Der Chris, der mag mich nämlich nicht. Der hat's immer auf mich abgesehen. Jedes Mal. Oh, hier ist so richtig Höhle. Kannst du hier so richtig runtertauchen. Echt? Oder? Ja, nee, ist nur so ein Steinvorsprung. War wie so eine kleine Höhle gerade schon. Ja, die eine Höhle, die habe ich ja leider nicht richtig abgrasen können. So. Ja, die nächste nehmen wir mit. Ja, so Stein, da haben wir wieder Eisen. Nehmen wir mal mit. Oh, guck mal. Was Erz? Ich glaube, ich habe wieder eine Höhle gefunden, aber ich bin mir nicht sicher. So mal aufzutauchen. Hier. Nee, es war keine direkte Höhle. Schade. Ja, da warst du, glaube ich, da, wo schade, ich schade, schade. Schade. Mal eben kurz Luft holen und wieder runter. Ich bin gerade so das Riff ein bisschen ab, auf der Suche nach Erzen. Ja, ist aber schon einiges, was man hier findet, ne? Ja, doch, ich denke, wir haben schon einiges gefunden. Ja, doch. Ist schon ein bisschen ergiebig.
glaube, hier gibt es nichts. Ich gehe mal auf die Insel. Ich glaube, unter Wasser finde ich gar nichts mehr. Nee, es wirkt auch so. Können wir uns den letzten Haiköder sparen? Okay. Okay, das ist so ein Holzast. Keine Ahnung, hier. Denn da hoch? Ja. Den können wir irgendwie nicht sammeln. Wie komme ich denn da hoch? Oh, einmal rum. Also, wie er hier Berg klettert, möchte ich in echt auch mal klettern können. Na? Na? Er kommt dann von der rechten Seite? Ja. Na, Mr. Bamboo? Mr. Bamboo? Schon voll auf den Kopf gehauen, ey. Boing. Ich nehme noch hier die alten Steinachse. Die brauchen wir noch. Okay. Irgendwie... Bist du da oben schon? Ja, ne? Ja, schon. Ich bin schon hier oben. An der Spitze. Oh. Eieiei, da ist eine Kiste. Ei, schön. Ich bin überladen. Kannst du den Rest nehmen? Ja, mach ich. Der da liegt. Ich bin auch überladen. Ich muss mal gucken. Ich muss mal ein bisschen was futtern hier. Was brauchen wir denn nicht? Das kann ich denn nicht. Ach, guck mal, ich kann auch was futtern. Wir dürfen das. Ich entledige mich hier gerade mal ein paar Sachen. Das war's aber auch, mehr kann ich nicht. Rezepte, oh, Kokosschlag. Mm. Wie können wir die denn irgendwie verwerten jetzt? Wo bist du? Wo bist du? Was doch, hier, hier. Und Arschbombe! Naja! Uiuiuiui, das war aber auch ganz knapp. Ja, total fail. Direkt am Felsen hängen geblieben. Ja, da wird das Moos gleich größer. Oh, guck mal, unsere Galionsfigur. Wir haben eine Galionsfigur. Ja, die habe ich geangelt heute Nacht. Mr. Catty. Guck mal, schön, ne? Das ist Mr. Catty. Ja. Wink, Katze. Winke, winke. Tschüss. Eigentlich muss die ans Heck, oder? Ja. Eigentlich schon. Goodbye. Übrigens, das hier ist ein Mülleimer, ne? Wir haben Treasure. Oh. Mhm. Wie cool ist das denn? Ich pack die Mats mal eben ganz kurz hier rein. Ja, mache ich auch das, gerade. Das, was ich... gesammelt habe. Gut, Seetang geht da jetzt auch rein. Auch die Muscheln. Ah, die Muscheln hast du drüben, ne? Die Muscheln sind drüben, ja. Die sind da. Also, langsam sammeln sich die Muscheln. Hast du da schon rausfinden können, was wir damit bauen können? Ja. Was denn? Vogeldester können wir damit bauen, habe ich gesehen. Da können wir Möwen mit anlocken. Mhm. Und irgendwas war noch damit. Ich weiß aber gar nicht mehr was. Ja, wäre mal ganz toll, dass wir langsam noch einen Bogen bauen und so, ne? Ah, ja. Für die nächste große Insel brauchen wir definitiv einen Bogen. Ich wäre jetzt mal dafür, ich glaube, ein bisschen haben wir ja noch an Ressourcen. Ich nehme die beiden Sachen mal eben. Schau mal rein. Wir brauchen noch ein bisschen. Wo habe ich die denn? Ich soll wieder klarkommen, wie ich hier sortiert habe. Wobei, wir können auch die Seite direkt nehmen. Ein paar mehr. Glibber. So, und dann bauen wir mal einen davon. Und Steinpfeil. Ja, wir bauen erstmal Steinpfeil. Metallpfeile sind einfach zu teuer noch. So. Den brauchen wir. Dann brauchen wir Steine. Massigsteine. Ja, bin schon wirklich überladen. Das ist ja deprimierend. Was könnte ich denn hier? Die Seile könnte ich jetzt wieder zurückpacken. Die brauchen wir nicht mehr. Ach, die waren oben links. Nein, unten links. So, und das haben wir. Haben wir sie. Kunststoff. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? 6. Ich glaube, das waren die einzigen, ne? Heißt, wir brauchen noch Steine und Kunststoff. Ja, Steine. Ich, würde mal wieder gucken, dass wir auf See kommen. Ich habe nämlich ein Floß Backbord vorausgesehen. Echt? Das wollen wir noch mitnehmen, oder? Natürlich nehmen wir das mit. So, 24 Pfeile, das reicht erstmal fürs Erste. Oh, das ist gut. Dann kannst du den Vogel mit. Ja, ich soll den Vogel treffen. Das geht doch wieder nicht gut. Das geht doch nicht gut. Klar. Echt jetzt nicht? Können wir eigentlich mal eine größere Tasche irgendwie craften? Das ist ja deprimierend, ist das ja.
noch eine größere. Ich weiß es nicht. Das ist ja noch Glibber, packe ich da unten rein. Holz packen wir. Irgendwann kriege ich die Sortierung hin. So, die lasse ich aber nochmal da. Ich stack hier auch nochmal auf. 20 lassen wir hier. Den stacken wir auf. Den haben wir hier. Der was? Den da. Was kann ich denn da? Kann ich das da auch reinpacken? Brauche ich nämlich nicht. Den können wir ausgerüstet lassen. Den auch. Den. Ja, den können wir auch langsam mal... den heiz ich jetzt nicht über Kopf an. Wo bin ich denn hin? Wo bin ich denn hier? Nee, wo hat er denn die Sammelkiste gelassen? Da. Nummer. Ja. Ich glaube, ich wäre gleich für eine ordentliche Rodeo-Runde mal, falls wir die nächste Insel, große Insel finden. Können wir. Willst du das Floß hier mitnehmen? Ich steuere darauf zu und du holst dir das Flößchen von einem einsamen Schiffbrüchigen. Ich muss das erstmal mal gucken. Wo ist denn das? Voraus, direkt. Oh, sehr schön. Ja, nimm ich mit. Natürlich nehme ich das mit. Ich, warte mal. So, und? Here we go. Oh ja, schwimm mal einfach rein. Ich guck mal, wo der Hai ist. Der Chris, der Liebe. Der hat hier hinten schon wieder was abgenagt, hinten bei unseren Netzen. Das ist nicht gut. Ich habe einiges. Schön. Sehr schön. Was Gutes? Wir haben... ein einfacher Smoothie. Ja, sehr, sehr geil. Wie lernen wir das denn? Das kannst du dir an deinen... wenn du so eine Kochstation hast, dann kannst du es da dran machen und dann tust du die Zutaten da rein, die du brauchst, ne? Ach so. Das heißt, ja, das ist doof, ne? Haben wir dann irgendwo Dinger gesammelt? Da, ja. Entsafter. Kombiniert Grundnahrungsmittel zu fantastischen Getränken. An den Entsafter denke ich immer an ganz andere Sachen. Oh, tut mir leid, aber ja. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, ich weiß. So, da ist eine kleine Insel, aber die wollen wir nicht. Irgendwie ist man nur noch am Aussortieren und Einsortieren. Und irgendwie muss das mal... Ich glaube, jetzt sind wir perfekt sortiert. Jawohl. Das heißt, wir nehmen noch mal Wasser. Gehen noch mal zur Sammelstelle. So, ja, ein bisschen haben wir drin. Dann füllen wir mal nach. So, das dürfte reichen. Dann essen wir mal was. Wir haben ja nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Oh. Toll. Hat er schon wieder weggefuttert. Das ist so. Das ist eine Nase. Nee. Okay. Ja, gute Chris. Nee, was macht, bauen wir denn jetzt hier? Die Ecke, ne? Machen wir neu. Das können wir so lassen. So, wo ist deine liebe Nummer? Hier oben am Steuern. Hallo. Oh, hi. Ich bin am Segel. Oi, Captain. Steuermann. Steuerfrau. Das Thema hätten wir schon mal geklärt. Vom letzten Mal, ne? Ein Fernglas wäre cool. Kannst du dir aus Plastikflaschen bauen? Ja, okay, warte mal. Muss mal gucken, ob du Glibber findest in der Kiste. Ja, ich glaube, drei Glibber haben wir noch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, kannst auch gerne neuen Glibber einwerfen hier in den... Dafür brauchen wir Seetang und müssen wir dann... In die Schmelze einfach rein. Seetang platzieren. Okay, mach da. Sehr schick. Und next one. Mal kurz überlegen. Muss ich nochmal auf das Rezept schauen. Ich guck mal, ich verdurste schon wieder. Was ist denn da los? Was machst du denn schon wieder? Ja, ich weiß auch nicht. Ich vergesse das Trinken. Ist es so, im echten Leben ist das bei mir einfach so. Ich vergesse immer das Trinken. Und ich weiß nicht, warum. Nur, dass du hier dann gleich direkt umkippst. Ja, ich wollte schon mal ein bisschen was zu essen nehmen. So, dann nehmen wir den Seetang da unten wieder rein. Hab ich den ausgetauscht? So ein Ausguck wäre schön, ne? Den habe ich ausgetauscht. Wollte ich eigentlich gar nicht machen.
Den nehmen wir da auch. Den nehmen wir auch. Glibber nehmen wir auf, den packen wir rein. Brauchen nämlich Glibber. Nom, nom, nom. Und dann brauchen wir für... Ist das nicht unter Tools? Wollte ich gerade sagen. Bolzenglas. Haben wir Glas auch schon? Kannst du auch... Glas müsste vielleicht aber da sein, sonst muss unter Sand, ne? Ja, muss ich selber machen. Ist okay, machen wir. Können wir erstmal Metall noch nehmen? Für, also Bolzen haben wir auch. Eine leere Flasche muss ich erstmal nochmal machen. Leere Flasche. So. Herrlich. Eine ruhige See. Da brauche ich Glibber. Geh weg, Chris. Ja, ich hab den schon wieder gesehen. Viel Glibber. Ja, Chris ist gierig. Der will schon wieder hinterher. Der will immer nur Fleisch. Ist auch kein Veganer, ne? Fleisch, 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 Fleisch. Verstehen. Oh, guck mal, hier war ein Vogel. Ja, Fernglas ist gut. Ich glaube, dann können wir auch ein bisschen weiter schauen. Ja, vielleicht. Wenn du eins hast, du ein Fernglas jetzt, oder? Ja, ja, ich bin gerade dabei, das zu craften. Oh, Planke platzieren, Planke platzieren, Planke platzieren. Läuft der überhaupt? Ja, der läuft. Da sehen wir Feuer. Die See wird unruhig. Oh, oh, mir wird... Oh, mir, ich wusste schon, warum. Was nicht gut ist, dass ich zur See gehe. Ich hätte nie eine Kreuzfahrt machen sollen. Warum hast du mich dazu überredet? Bitte. Ja, weil es schön ist. Mal was anderes. Nicht immer nur mal Lotze. Jetzt mal im Ernst, ne? Ich schau auf den Horizont und denk mir nur so... Boah, ich kann nicht. Ich muss das runter. Es ist auch nicht besser, wenn das Wasser hier durch die Füße läuft. So, da ist wieder Glibber, Glibber, Glibber und Seetang, Seetang, Seetang. Da gucken wir. Ich glaube, jetzt können wir wieder eine Flasche herstellen. Ja. Dann könnten wir... Ah, ich und das durchblicken, ne? Guck mal, da haben wir das Fernglas. Glas. Heißt, unten mal eben positionieren. Und die könnten wir da mal reinpacken. Die brauchen wir nicht. Noch irgendwas, was wir wegpacken können? Stein. Ein Stein, den brauchen wir auch nicht. Ja, so schön mit sich selber redet die ganze Zeit. Ja, es ist... anders kann ich mir das nicht mehr merken. Weißt du, Numerino, du wirst auch irgendwann in mein Alter kommen. Dann wirst du wissen, warum ich das tue. Ich komme in dein Alter. Ja, ja, ja. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Willst du jetzt noch sagen? Ja, tut so, als ob ich 20 wäre. Ach komm, du klingst ja mindestens weg, so. Geh weg, geh weg. Junge 20. Ich klinge wie Junge 20. Oh, ich bin ganz schön voll beladen. Oh, das sind schöne Sachen. Oh ja, aber ganz schön viel. Oh, das habe ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich so voll beladen bin. Aua, der hat gebissen. Schnell raus. Ach toll, was habe ich gerettet? Ein Stein. Ja, das war's aber auch. So bin ich jetzt schon so schnell wieder voll, ey. Hä? Ja, ist weil jetzt... du halt schnell voll bist. Ja, in echt auch, ne? Ich tu mal den Forschungstisch da weg, der stört mich vorne. Oh, der ist halt verfehlt, guck mal. Flanke platzieren, ja. Flanke. Ach, genug. Den nehmen wir wieder auf. Tun wir mal eben da rein. Tun wir da rein und nimmt natürlich wieder die Kartoffel auf. Es ist so göttlich, wenn man sich hier so missorganisieren kann. Wir haben Trinken, wir haben... Willst du mal das, sollen wir das Schiff nicht mal so ein bisschen anfangen? Wieder weiter. Ja, das machen wir gleich auch. Ich will mein Fernglas. Ich will unbedingt sein Fernglas. Ja, ohne Fernglas geht das nicht. Wozu bin ich denn hier? Ich will so ein bisschen die Piraten machen. So, ein Glas fehlt nur noch. Dann kann ich das Fernglas bauen. Oh, eine Leiter. Oh, eine einfache Batterie. Oh. Ja, konnte ich forschen. Kupfer und Glibber brauchen wir für eine Leiterplatte. Und Kupfer und Schrott für eine Batterie. Ich trinke mal ein bisschen was. Und könnte auch mal wieder ein bisschen was aufnehmen.
klingt aber böse hier, das Schiff. Du kannst auch jetzt hier so einen Topf machen, ne? Kannst du so richtig schöne Mahlzeiten kochen. Kannst die ganzen Rezepte mal ausprobieren. Willst du unser Vier-Gänge-Menü machen? Mhm. Heute Abend so romantisch, ja, Kerzenschein. Ja, ja. Bei Kerzenschein, ne? Ah. Oh. Amore, amore. Ja, ich glaube, ich bereite mal was vor. Was brauchen wir denn für den Topf? Glibber brauchen wir. So. Ja, Glibber ist ja alles aufgebraucht. Ja, ich kann aber. Wir haben noch 8 Seetang. Schmeiß ich dir rein. Da unten. Kannst du nehmen. Auf die Glibber habe ich noch 5 übrig. Kannst du dir nehmen? Ja, wo denn? Ist alles in der Kiste drin, ganz rechts unten. Oh ja, sehr gut. Hervorragend. Guck mal, Kartoffeln können wir auch. Jetzt organisiere ich mich so langsam hier wieder. Nur mal gut. Und Glas haben wir auch übrig. Oh, guck mal, können wir raufpacken. Die können wir auch raufpacken. Was wollten wir dann noch nehmen? Glas wegpacken. Packen wir da unten rechts hin. Dann haben wir hier. Nehmen wir das Fischchen zum Essen. Ansonsten der Rest, alles völlig in Ordnung. Dann gehen wir mal schauen. Oh, 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 ist das ein schönes Spielzeug. Oh, da wird mir aber auch schlecht. Oh, oh. Da wird ja auch schlecht. Ja, das ist gut. Guck mal, jetzt soll es auch... Ich glaube, die Sonne geht unter, ne? Ich glaube, da ist eine... Ist das eine große Insel? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mittlere, große. Könnte eine große sein. Direkt vorne, vor uns. Nee, so eine mittlere ist das, glaube ich, oder? Ja, ist eine mittlere. So ja, eine ist eine mittlere, ja. Also noch keine. Oh, guck mal, der Mond geht auf. Unsere Romantik ja, ne? Kommt. Hast du das Dinner fertig? Nein, ich bin noch dabei. Unglaublich. So, guck mal, den können wir auch zurückpacken hier. Wir machen eben mal ein bisschen Glibber hier. Der braucht Glibber, der gute Junge. Dann können wir die da reinpacken. Den schnappen wir uns. Aber können wir trotzdem mitnehmen, ne? Also, dass wir wieder tauchen gehen können. Wo ist denn die jetzt wieder hin? Ist das in die falsche Richtung? Nee, da ist sie. Wir kommen näher. Das ist gut. Magst du einen Anker setzen, wenn ich dir sage? Ja. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen nach rechts, nicht, dass wir kleben bleiben. Bin nach Steuerbord. Nach Steuerbord. Genau. Na, und wie merkt man sich Steuerbord und Backbord am besten? Komm, hau mal raus. Bin ich überfragt. Ich glaube, da gibt es Esel. Ja, in Steuerbord ist ein R drin. So simpel, ne? Aber da denkt man doch gar nicht dran. Ah, doch. Das sind diese Eselsbrücken, manchmal sind die so klein, aber dennoch so effektiv. Genau. Ich habe das Gefühl. Warte mal, ich muss noch ein bisschen drehen wieder. Jetzt kommen wir zu weit davon weg. Ja, ich bin bereit. Ja, ich sagte schon. Komm näher. Der perfekte Drift. Jetzt spielen wir mal eben kurz Tokyo Drift die Musik ein. Dann passt das. Und? Noch nicht. Noch nicht. Und in 1, 2, und 3. Perfekt. Sehr schön. Ja, dann geh du mal auf die Insel und Ja, ich warte, dass der Christoph gerade mal. Kann man den auf einen Pfeil abschießen? Ich glaube nicht. Ach komm, ein Pfeil will ich mal probieren. Vorher trinke ich noch mal ein bisschen was, damit ich einen ordentlichen Pegel habe. Den Mut antrinken. Was ist er denn? Hey Chris, wo bist du? Da ist er. Ich glaube, im Wasser erwischst du den nicht.
Nee, ich glaube nicht. Nee. Komm mal her. Trau dich. Gut, ich geh mal auf die Insel. Ja, machen wir. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Ja. Vielleicht ist da irgendwas Schönes hier. Oh, wieder eine gelbe Blume. Ich hab dir doch gesagt, ich wollte dir die Blumen vom Himmel holen. Okay, kommen wir da hoch. Ich glaube links, ne? Bergsteigerausrüstung brauchen wir für die großen Inseln. Das gibt's hier nicht, ne? Bergsteigerausrüstung. Melonen. Ja, können wir mitnehmen. Kann man auch gebrauchen. Melonsamen auch. Ich habe nur das Gefühl, ich komme hier gleich nicht mehr weiter. Oder? Ach, da. Also so viel ist hier auch wieder nicht. Aber schön zum Tauchen gleich. Ich denke mal, eine Runde schlafen gleich, dass wir morgen früh ordentlich fit sind. Winke, winke. Wo bist du? Da hinten. Ich habe Essen gemacht. Oh. Wenn du fertig bist. Ja, ja. Ich glaube, ich bin schon fertig. Zumindest hier, ja. Geh da mal hoch. Wenn ich da hochkomme. Ich glaube, den konnten wir nicht, ne? Doch, den können wir auch noch. Ich glaube, ich bin wieder überladen. Aber ich weiß es nicht. Ich komm zurück. Ja. Hast du Chris gesehen? Nee, leider nicht. Hm. Meistens klebt er mir am Hintern. Chris. Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Put. Oh Gott, ist da. Hast du mir Geschenke hingestellt? Bitte, Geschenke? Ist das ein Geschenk? Was bist ich du? Hab da mal, ich hab da mal was vorbereitet. Das ist so göttlich. Oh, mein Herz zerfällt. Ey. Ey, stimmt. Keiner hat dich gefragt hier. So, weg. Verdirbt hier die romantische Stimmung. Genau. Guck mal. So schön. Okay. Ich nehme mal. Gibt was Leckeres. Lecker. Kann man sich hier setzen? Benutzen? Ja. Okay. Hi. Hi. Hallo. Na? Na? Warte, ich muss mal eben hier. Moment. Wie unhöflich von mir. Hi. Hi. Wer bist du? Ich bin der Noma und bin eigentlich mache ich ja sowas hier nicht, aber ich habe mir gedacht, ich probiere mal was Neues aus. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Näher an der 20 als an der 50. Okay. Glück gehabt. Aber schön, dich hier zu sehen. Ja. Ich hab dir was hingelegt und zwar hast du das schon aufgenommen? Also sowas ganz Leckeres zu essen. Wo denn? Moment. Ich muss mich mal eben kurz aufstellen. Oh, gleich so gefährlich hier. Hallo? Na ja, auch. Bitteschön. Oh, danke schön. Oh, eine Mango. Eine exotische Frucht. Oh, für eine exotische Person? Verzeihung, ich kann gerade nicht ernst bleiben. Ich wurde gerade schon vom Speer bedroht. Komm, steh auf. So. Was ist denn jetzt passiert? Den Stuhl weggerissen. Oh, ich dachte, jetzt wäre mir kaputt gegangen.
Überfressen. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, der Christian hat hier hinten auch schon wieder rumgenagt. Kannst du da noch was nachbauen? Ich habe kein Plastik gerade. Du hast Ananas hier angebaut? Ja. Coole Aktion. Ja, aber ich muss mal kurz schlafen. Die Nachbarn sind einfach zu lang. Ja, dann mach das mal. Schlaf schön und ruh dich schön aus und komm nachher kuscheln. Okay, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich dir auch. Tschüss.